Realität! Ja. Informationszentrum Barmatt, guten Tag. Ja, Trump, guten Tag. Ich bin Politikwissenschaftler, Soziologe und Experte der internationalen Beziehungen und habe mich mit Bandenkriminalitätsterrorismus beschäftigt in Deutschland. Wer sind Sie denn? Gerade dürfte ich jetzt erstmal einmal fragen. Ja, Trump, ich bin der deutsche Cousin von dem Donald Trump, heißt er eigentlich, weil die Vorfahren aus Kaltstadt kommen. Haben Sie eine Adresse für mich noch? Und ich bin gerade auf der Flucht. Der deutsche Nazi-Inlandsgeheimdienst hat mich zur Flucht gezwungen. Ich beantrage gerade politisches Asyl in Zürich. Also ich weiß nicht, ob Ihnen die Adresse hier hilft. Das ist die Josefstraße 198 in 8005 Zürich. Das ist meine Fluchtadresse hier gerade. Und die Telefonnummer darf ich abschreiben? Die brauchen Sie nicht abschreiben. Das ist von einer App. Ich nutze aus Sicherheitsgründen eine App, dass Sie nicht meine Telefonnummer zurückverfolgen können. Ich kann sie Ihnen aber gerne nennen. Ich habe damit kein Problem. Es ist nur aus Gewohnheit, dass ich diese App verwende. Wenn Sie die haben wollen, kann ich sie Ihnen gerne geben. Ich muss nur kurz gucken. Ich weiß sie nämlich nicht auswendig und da muss ich sie immer ablesen. Also das ist die 0041. Ich muss nur kurz gucken, wo ich sie hier habe. 0041762. Ja. 138. Ja. 670. 670. So. Dann schildern Sie mir gerade nochmal, was Sie mir gesagt haben. Das nehme ich dann auf und leite das dann weiter. Gut, also es gibt eine deutsche Mafia. Eine Ewigkeit später. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich weiß nicht, ob wir gerade gesprochen hatten. Trump nochmal. Ich glaube, Sie sind aus Versehen auf die Auflegetaste gekommen. Es geht um... Ja, wir wurden unterbrochen. Ich habe gedacht, Sie wären aus Ihrer App geflogen. Nein, ich bin nicht aus meiner App geflogen. Vielleicht waren es ja die Nazis vom Nazi-Inlandsgeheimdienst. Aber auf jeden Fall ist es so, Sie müssen einfach unterscheiden zwischen staatlichen Akteuren, die Staatsterrorismus betreiben und diese... 2 Stunden später. Das heißt, das kann man nicht mit normalen Polizei... Mitteln bewältigen. Da müssen Sie als Militär einfach durchgreifen. Es geht so nicht. Es kann nicht sein, dass andauernd Kinderschänder hier ihr Unwesen treiben. Da müssen Sie als militärischer Geheimdienst vom deutschen Militär tätig werden. Ja, grundsätzlich wollte ich Sie gerade auch unterbrechen. Also eigentlich sehe ich da im Moment keinen Zusammenhang, weil wir sind ja eigentlich nur dafür zuständig, wenn gegen die Bundeswehr ist oder von der Bundeswehr. Und ich sehe da im Moment nicht... Handlungsbedarf aus. Naja, das Problem ist, dass die Bundeswehr ja eigentlich die letzte Instanz ist, die die Würde des Menschen verteidigt in Deutschland. Also wenn eben wirklich die Nazis wieder an die Macht kämen, sollte die Bundeswehr ja tätig werden. Das Problem ist aber, dass die Nazis schon wieder an der Macht sind. Nur haben die sich eben getarnt als Behörde. Wie soll man als Bürger gegen 5000 Nazis zu Felde ziehen? Das kann nur das Militär leisten. Das heißt, Sie als Militärgeheimdienst müssen tätig werden, weil wer soll es sonst machen? Ja, habe ich verstanden. Wie gesagt, ich sehe da nicht unsere Zuständigkeit. Dann müssen Sie aber ein bisschen mal relativieren, Ihre Zuständigkeit. Es gibt ja immer eine, sagen wir mal, gesetzlich vorgeschriebene Zuständigkeit und eine moralische Zuständigkeit. Ich sehe da nicht unsere Zuständigkeit. Von daher danke ich Ihnen erstmal für die Meldung. Also ich sehe da Ihre Zuständigkeit, weil wer soll es denn sonst machen? Wenden Sie sich an den BfV. Was ist denn BfV? Sie meinen Bundesamt für Verfassungsschutz, aber das sind die Nazis, die sind nicht in der Lage, ihre eigene Festnahme zu koordinieren. Die sind geistig so durch, die sind komplett durch, die haben einfach keinerlei moralisches Verständnis. Die sind einfach unmoralisch. Ja, Trump, guten Tag. Ich möchte es Ihnen einfach nochmal sagen, der Feind befindet sich im eigenen Land, und zwar der Nazi-Feind. Ganz konkret gibt es Nazi-Mitläufer-Zombies und Nazi-Anführer-Dämonen zu verorten bei einer ganzen Behörde. 5000 Nazis arbeiten da beim Inlandsgeheimdienst. So, die sind im eigenen Land. Der Feind ist im eigenen Land. Wie gehen Sie jetzt damit um? Ja, Sie sollten aber sich danach richten und auch tätig werden, nicht nur aufschreiben. Ja, was denken Sie denn von uns?
Ich erwarte, dass Sie jetzt auch mal eine konkrete Strategie überlegen, wie Sie die Nazis wieder wegkriegen vom Staatsdienst oder aus dem Staatsdienst. Das ist ja das Problem. Die haben sich den Staat einverleibt. Die Nazis sind im Staatsdienst getarnt als normale Staatsdiener und sie müssen tätig werden, diese Unterwanderung jetzt in den Griff zu kriegen. Bitte? Ja, die Strategie sage ich Ihnen auch, gebe ich Ihnen frei Haus. Sie müssen ein Militärgericht einberufen und diese ganzen Staatsdiener daraufhin überprüfen, ob sie Nazis sind oder ob sie normale Staatsdiener sind. Sie brauchen ein Militärgericht. Ja. Naja, aber ich glaube noch nicht, dass Sie tätig werden. Sie sollen aber bitte tätig werden und mir nicht nur schöne Augen machen. Ja, bitte. Es gibt aber keine wichtigeren Meldungen. Das weiß ich sehr wohl, weil wenn die Nazis im eigenen Land sind, dann ist das die wichtigste Nachricht. Nur sie wirken ein bisschen desinteressiert, ein bisschen uninteressiert. Sie sollten sich der Lage bewusst sein. Der Feind befindet sich im eigenen Land. Was machen Sie jetzt? Sie können doch nicht sagen, ja, ich schreibe mir das auf und überlege mir was. Sie müssen tätig werden. Der Feind befindet sich im eigenen Land. Habe ich zur Kenntnis genommen. Vielen Dank für Ihre Meldung. Dann müssen Sie auch tätig werden. Nein, halte ich nicht. Nein, halte ich nicht von. Nein, Sie müssen tätig werden. Ja, guten Tag, Trump. Ich bin Politikwissenschaftler und habe mich mit dem deutschen Inlandsgeheimdienst beschäftigt. Und wie Sie vielleicht wissen, gab es zwei Ich unterbreche Sie mal kurz. Jetzt weiß, wenn der zweite Sonntag ist und die Friseure nicht aufhaben, dann müssten Sie am Dienstag zu dem Friseur hingehen und müssten ihm die Geschichte erzählen. Ja, es geht darum, dass die NPD-Partei verboten werden sollte, zweimal. Und dabei Ja, was haben Sie gesagt? Da herauskam. sind Sie bei mir falsch. Sie sind bei der Polizei in Berlin-Neukölln. Parteiverbotsverfahren bearbeiten wir hier nicht. Ja, es geht darum, dass der Inlandsgeheimdienst ja offensichtlich die gesamte NPD-Partei Inlandsgeheimdienst, stellt. Sie sollten sich darum kümmern, weil das in Ihrem Einflussbereich Sie liegt. sollten sich um Ihre geistige Gesundheit kümmern. Das Sie würde ich Ihnen sollten mal zutrauen. aufpassen, was Sie sagen hier. Ich bin hier deutscher Nee, Staatsbürger würde und ich überhaupt nicht Politikwissenschaftler. aufpassen. Sie sollten mal schon Ja, ich aufpassen, was weiß. Sie sagen Reichtümer hier. sind Ich ja auch zahle nur hier Ihr Müll. Gehalt. Ey, Moment mal. Ich zahle Ihr Gehalt. Sie sind Staatsdiener, Sie sind Dienstleister. Sie haben mir und allen Bürgern Dienst zu tun. Also verhalten Sie sich mal wie ein Dienstleister und nicht wie ein aufmüpfiger Staatsdiener. Sie haben hier der Bevölkerung zu dienen. Sie haben dem Allgemeinwohl zu dienen. Sie haben den Menschen zu dienen und hier nicht auf dicke Lippe zu machen. Das mag vielleicht bei den Reichsbürgern so sein. Bei Ich uns ist bin das kein Reichsbürger. Ich komme aus Berlin, aus der Hauptstadt. Ich erwarte Respekt. Ja. Ich bin Top-Akademiker. So, Sie sollen hier das Allgemeinwohl vertreten. Auch Akademiker sind manchmal ein bisschen verwirrt. Das kann Ich ich bin gar verstehen. nicht verwirrt. Ich will, dass der Doch, ein bisschen Inlandsgeheimdienst verwirrt. Besuch Ich von habe Ihnen Ihre bekommt, Geschichte weil die Nazi-Partei von denen betrieben wird. Es geht schon damit los, dass Sie Ihren falschen Namen genannt haben. Ich Darf habe Ihnen nicht den falschen Namen gesagt. Ich bin der deutsche Cousin von Donald Trump. So ist das. Sehen Sie, habe ich doch gesagt, Sie haben nicht alle Tassen im Schrank. Ja, googeln Sie mal meinen Namen, dann sehen Sie ein Foto von mir. Stellen Sie sich vor. Ich brauch Ihren Namen gar nicht. Das reicht mir schon aus. Wenn ich Ihre Stimme höre, sagt mir das schon alles. Na, ist doch Sie sind wunderbar. verwirrt. Ich Sie sind hätte verwirrt. gerne, dass Sie mal tätig werden, weil unser Inlandsgeheimdienst die Können Sie Nazis sich ja ist, wünschen. sind. Können Sie sich gerne wünschen. Aber wie gesagt, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind hier bei der Berliner Ja, Polizei. wann werden Sie denn tätig? Wann werden Sie denn tätig, gnädige White? Wenn hier vernünftige Menschen anrufen und mir vernünftige Nee, Sachen was sagen, sind wenn denn Sie die erstens, zweitens, die drittens Kriterien, bitte, die Sie haben wollen? Verwirrten hier anrufen, dann Nee, nee, hier weiß ruft ich gar schon. kein Verwirrter an, Ja. lieber Herr Nee, dann. Polizist. Na doch. Nein. Ich telefoniere gerade mit einem Nee, was soll Verwirrten. denn daran verwirrt sein, wenn ich Ihnen Doch. sage, ich hätte gerne, dass dieser Inlandsgeheimdienst mal durchsucht wird? Da geht doch schon damit los, dass Sie sich Trump nennen. Damit Ich sagen Sie schon, heiße dass Sie so, Ihren mein Name Namen verwirren. lautet Trump, auf Deutsch ausgesprochen, auf Englisch ausgesprochen Trump. Ich habe aber Trump gesagt. Natürlich. Googeln Sie mal bitte kurz Karl Ja, Philipp Trump mit tut C. mir Ich bin leid. der deutsche Das ist Cousin von Donald leider Trump. an der falschen Verbindung. Gehen Sie am Dienstag, wie gesagt, am besten zu Ihrem Friseur. Erzählen Sie dem die Geschichte. Der findet das bestimmt total interessant und der nimmt dafür um Geld. Sie Ja, wissen, dass die tschüss. NPD-Partei nicht verboten werden konnte, ne? Ich wieder an. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Ich habe, glaube ich, gerade mit Ihrem Kollegen gesprochen.
Es geht um die NPD-Partei, die Nazi-Partei. Nee, haben Sie gar nicht mit meinem Kollegen gesprochen, haben Sie mit mir gesprochen? Ah, habe ich mit Ihnen gesprochen. So, es geht mir wirklich um ein ernstes Anliegen. Ich möchte Sie nicht verarschen. Warum ändern Sie denn immer Ihre Telefonnummer? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich bin mega smart, wissen Sie, ich bin Top-Akademiker, damit Sie mich nicht einfach ablehnen können. Wenn Sie smart wären, würden Sie ja nicht so eine Scheiße erzählen. Ich leg auf. Es ist aber keine Scheiße, es ist die Wahrheit. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht und bis bald. Tschüss.